Hallo und schönen guten Tag. Ich darf heute mal wieder ein Messer in die Kamera halten vom Arthur von der Firma Brother. Es kommt in dieser Box, die schon etwas gelitten hat. Und Aufschrift ist Brother One Knife, One Life. Also ein Messer fürs Leben. Und da gucken wir mal, ob das den Tatsachen entspricht. Wir haben hier noch so einen Schlüsselring und einen kleinen Karabiner, der mitgeliefert wird. Finde ich immer gut. Dann wollen wir uns mal das Messer angucken. Das kommt in so einem Jute-Säckchen, ein Aufbewahrungssäckchen. Und finde ich klasse. Jo, und hier ist nun das Messer. Blaues G10, recht griffig, hat hier den Access Look, wollen wir mal sagen. Hat eine gute Handlage, ist gemarkt mit Brother, hier den Stahl 440C und auf der anderen Seite hier oben die Seriennummer. Es hat einen Clip, der für Links- und Rechtshänder umsetzbar ist. Wie gesagt, es hat ein Access Lock. Zuwerfen kann man das Messer nicht, aber das ist auch nicht schlimm. In dieser Preisklasse unter 20 Euro finde ich das Messer für sehr gelungen. Es hat ein richtig aggressives Chimping als Daumenauflage. Es hat das Bidey Hole als Öffnungshilfe. Es hat hier vorne einen, wie soll ich sagen, Backspacer mit der Aufschrift One Knife, One Life. Es hat zwei Lanyard Holes, was ich nicht ganz so verstehe. Und es ist anständig verarbeitet. Wir wollen mal kurz die Griffdicke messen. Die ist unter, die hat 9,5 mm mit Clip, 13,5 mm. Das ist recht dünn, aber durch die Höhe des Griffs liegt das Messer trotzdem schön satt und sauber in der Hand. Wir haben einen richtig großen Griff. Ich habe eine 9,5er Hand und da ist noch ausreichend Platz für größere Hände. Ja, was soll ich noch zu sagen? Es hat eine Spidey-ähnliche Klinge, die hier vorne nach unten wegläuft. Ich habe jetzt gerade keins hier, sonst können wir da mal gucken. Das Spidey Hole ist etwas scharfkantig, aber das kommt wieder dem Öffnen zugute. Und man merkt es beim Öffnen, es tut nicht weh, es schneidet auch nicht. Die Schrauben am Griff sind in matt grau gehalten, was sehr gut zu dem blauen G10 passt. Also ich finde das Messer für gelungen, für knapp unter 20 Euro ist das ein Schnäppchen. Jo Leute, mal noch kurz die Maße. Die Klingendicke ist 3 mm. Die Klingenlänge ist 9,5 und eine brauchbare Schneide von 9,3. Wir haben eine Gesamtlänge hier von 21,7 cm. Also es ist schon ein großes Klappmesser. Und ich finde es zu dem Preis, da kann man nicht meckern. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Soweit ich weiß, läuft die Klinge auf Waschern. Zuwerfen lässt sie sich nicht,
aber sie hatten smoothen Klingengang. Kein Kratzen, nix. Das finde ich für in Ordnung. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben ein leichtes Spiel in Detent. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen zum Bratter. 1609. Das ist, soweit ich weiß, die Seriennummer. Ein Messer im Low-Budget-Bereich, sauber verarbeitet. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich danke euch fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.